Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Victoria 3 Preußen. Wir versuchen Deutschland zu gründen und die ersten drei Folgen, naja, die waren so ein guter Einstieg in das Ganze. Wir versuchen hier mit ein paar Nationen, Landstrichen, wie auch immer, gute Verhältnisse herzustellen. Das, glaube ich, sieht auch ganz gut aus. Hier mit Frankfurt zum Beispiel haben wir schon wundervoll herzliche Beziehungen. Die sind auch sehr kooperativ. Ja, und wir warten quasi ab gerade, bis wir hier in der Technik, wo ist es denn? Hier, den Nationalismus erforscht haben. Und wenn wir das haben, in verbleibenden 12 Monaten, dann, glaube ich, können wir den Norddeutschen Bund gründen. Und ich hoffe, dass das funktioniert. Ja, ich hoffe, dass das funktioniert. Es sieht hier noch gerade ziemlich aus wie so ein Flickenteppich. Naja, gut. Wir müssen mal schauen. Wir gucken mal in die Aufgabenliste rein. Teure Militärwaren, Artillerie, Kriegssegelschiffe, Exklaven, Staatsregionen. Die sind alle isoliert. Ja, gut. Wie kann man eigentlich da hingehen? Kommt man hier durch diesen... Nee. Das sind meine ganzen Kolonien, die wir hier unten gründen. Ihr seht hier, 2.500 Tage, 2.500 Tage, 2.500 Tage, 2.500 Tage. Dann gehört uns diese Region. Naja, das sind jedenfalls 4 schon mal, die wir in Auftrag gegeben haben. Und von da aus kann man sich ja vielleicht nochmal ein bisschen erweitern. Das ist so ein bisschen der Plan. Wir machen mal wieder schneller. Außerdem wollten wir noch Geheimpolizei erforschen, dann beschließen. Mit der Geheimpolizei bekommen wir nochmal Amt für Inneres. Die Bürokratie ist nochmal teurer, 140, das ist natürlich bedauerlich. Aber wir haben Fortschrittstempo, der Revolution ist reduziert und die Protestbewegungsradikalität, was für lange Wörter, meine Güte. Naja. Ich nehme übrigens am frühen Morgen auf, es ist gerade 11 Uhr an einem Montag. Von daher bitte nicht wundern, ja, bitte nicht wundern. Wir könnten eigentlich nochmal einen Bau erweitern, oder? Ich meine... Infrastruktur in Westfalen ist nahezu null, aber sagen wir die anderen, da könnte man doch noch was machen. Hier in Brandenburg zum Beispiel, ja. Und das, wisst ihr ja, machen wir mal als allererstes. Das gibt uns eigentlich nochmal 5 neue Bausektoren dann. Müsste eigentlich so sein, ne? Wir beobachten das mal. Warenzufuhr plus 0,5, eine Anpassung der Menge an Waren, die ein Gebäude verbraucht. Plus 10% Sterblichkeit. Beziehung verbessern, gebrochen, bam bam bam. Ich glaube, das ist, weil die dann bei 50 sind. Dann hören die nämlich auf, hier die Beziehung zu verbessern. So, komm, mach mal, stell mal fertig jetzt hier. Sehr gut, da haben wir auch schon ein bisschen Bau dazu. Da kommt auch eine Anfrage rein, Verteidigungspakt vorschlagen, Schaumburg-Lippe. Wo ist denn hier Schaumburg-Lippe? Warum wird mir das hier nicht angezeigt? Na ja, gut, wir wollten jetzt uns eigentlich das hier angucken. Achso, genau, das geht jetzt hier einfach nach oben. Westfalen war das? Nee. Brandenburg war das, so. Naja, gut, da kommen noch ein paar Leute rein. Dann sind wir bei 20 Bauern, haben nochmal 5 mehr. Heißt nochmal 2,5 mehr für uns. Schaumburg-Lippe schauen wir uns kurz mal an. Nochmal Pause. Übrigens, ich spiele immer super langsam, ne? Falls ihr das noch nicht gesehen habt. Ich spiele immer super langsam. Zollunion. Wir sind schon mit denen in einer Zollunion. Ja, genau. Und jetzt hätten die gerne einen Verteidigungspakt. Das ist ja auch erstmal nicht schlecht. Ich würde gerne mal wissen, wo die sind. Ist das hier das kleine Ding, sie? Schaumburg-Lippe? Ja, komm. Also ich meine, mal checken, haben die irgendwas anderes? Nee. Ja, dann nehmen wir das mal an. Warum auch nicht? Ach, warum auch nicht, fällt mir gerade ein. Vielleicht, weil wir dann nicht genug Dinger haben? Na ja. So, Frankreich begann ein diplomatisches Spiel gegen Algerien. Was ich jetzt ein bisschen machen möchte, ist nochmal gucken, ob wir noch mit irgendwem irgendwo die Beziehung verbessern könnten.
Beziehungen. Es muss doch hier irgendeine starten. Das ist natürlich jetzt nicht das, was ich wollte. Länderzufriedenszeiten, nationales BIP, Märkte, Militär, Migration, Länderzufriedenszeiten, Loyalisten, Lebensstandard, Lebenshaltung, Landesbeziehungen vielleicht. Aha. Hier mit Bayern zum Beispiel ist es nur herzlich. Na gut, ist ja herzlich, ist doch schön, aber da könnten wir nochmal was verbessern, oder? So. Weiter, Landesbeziehungen. Hier, Preußen und Württemberg sind herzlich. Das ist alles schön, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Oldenburg, neutral, what the heck. Aufhören, Beziehungen zu verbessern. Okay, da machen wir schon was. Beziehung zwischen Oldenburg und Sachsen-Weimar. Sperre des Kartenmodus aufheben. Sind herzlich. Ja, 39 ist jetzt alles. Sind neutral. Hamburg. Aufhören, Beziehung zu verbessern. Okay, ich denke, wir machen gute Arbeit an der Stelle. Niedriger Marktzugriff in Westfalen. Das gefällt uns ja gar nicht. Es werden 42 von 42 Infrastruktur genutzt. Und das führt zu 99%. Naja gut, die Frage wäre da so ein bisschen, kann man hier eine Eisenbahn bauen? Wahrscheinlich haben wir das noch gar nicht, ne? Erweitert Eisenbahngröße. Genau, doch kann man. Oh krass, Holzpassagierwaggons, da kriegen wir nochmal Transport, aber für die Infrastruktur weniger. Ansonsten 20, 15, wir lassen das mal. Plus ein Regierungsanteil. Auch etwas, womit wir uns noch nie beschäftigt haben tatsächlich, mit Regierungsanteilen. Der Nationalismus breitet sich aus, das freut mich doch sehr. 3 bis 5 Monate noch. Wir können nochmal bei den Waren reingucken in der Zwischenzeit. Hier wird alles durcheinander geworfen. Jedes Mal bei Spielstart. Kriegssegelschiffe, Schiffswerften erweitern. Momentan haben wir keine. Wir machen auf jeden Fall Verlust. Westpreußen, Ostpreußen. Ach, lass uns einfach mal in West und Ost die ganzen Schiffswerft machen. Um mal ein paar Kriegssegelschiffe herzustellen. Seide. Seide ist bis jetzt immer nur über Import reingekommen, leider. Da müssen wir nochmal ran. So, die Geheimpolizei haben wir leider nicht beschlossen. Bedauerlich. Während die Regierung die Verabschiedung eines Gesetzes vorbereitet, konnten unsere Agenten einen österreichischen Spion gefangen nehmen und haben damit unser ohnehin schon geringes Vertrauen in diese Richtung noch weiter erschüttert. Das Volk muss davon erfahren. Wir bekommen minus 20 Erlassungszeit und... Aber die... Das könnten wir jetzt machen, aber Österreich wäre richtig pisst. Oder... Ah ja, oder wir verschlechtern das mit Österreich nochmal 20, bekommen aber die Streitkräfte nochmal plus 2. Ja, dann nehmen wir wahrscheinlich das kleinere. Ach du Scheibe. Jetzt sind die Beziehungen richtig kalt. Oh, nichts, worauf wir Bock haben. Und die sind auch nicht gerade zimperlich, ne? Also 208 und 128, ich weiß gar nicht, wie viel wir haben. Nicht ganz so viel. Okay. Bedauerlich. Und wir sind feindselig. Ach komm. Minus 71, ja. Können wir auf jeden Fall noch ein bisschen Beziehungen verbessern. Rivalität beenden. Was hat denn die Rivalität für einen Vorteil? Lass uns das mal durchlesen. Die Beziehungen zwischen Preußen und Österreich sind kalt. Die laufenden Bemühungen, um Beziehungen zu verbessern, sind bei 92% Fortschritt und werden bis zum 10.38 dazu führen, dass die Beziehungen bei sich bei Tick um 1... Naja, okay.
Rivalität plus 1% Fortschritt, der täglich durch Preußen Beziehung zu verschlechtern, bis zu einem, was? Fortschritt täglich durch Preußen, um die Beziehung zu verschlechtern. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Das hätte ich vielleicht mal vorher sehen müssen. Minus 20, das können wir ein bisschen ausgleichen. Unsere Rivalität mit Österreich hat folgende Vorteile. Plus 400 Einfluss. Ist das so? Das ist ja krass. Wir kriegen 400 wegen der Rivalität mit Österreich. Okay, da wir jetzt eh gerade keinen Einfluss haben. Okay, lass uns nochmal ganz kurz checken, ob wir noch mehr Rivalitäten haben. Ne, Rivalitäten nur mit Österreich. Verteidigungspakt. Sieben weitere. Marionette mit Hohenzollern. Verteidigungspakt mit Schaumburg-Lippe. Der kostet 150, den könnten wir mal aufgeben. Ja, den werden wir mal aufgeben. Können wir das überhaupt? Verteidigungspakt beenden. Dieser Pakt kann von uns erst ab dem 21. Juni 39 gebrochen werden. Na, das ist ja bald, dann warten wir nochmal ab. Das hatte ich so nicht gesehen. Wir müssen irgendwie Einnahmen generieren. Großmacht, Grundwert, Empirismus. Das führt zu Prestigeabzug, ja? Ja, 1,5. Na gut, das können wir noch so gerade hinnehmen, finde ich. So, hier die Handelsrouten haben wir eigentlich. Achso, da waren jetzt alle erstmal aus den Socken gehoben, weil wir noch eine Handelsroute eingeführt haben. Seide produzieren ist halt nicht drin. Wir haben keine Kunststoffwerke, geht einfach nicht. Ärgerlich. Eisen. Macht vielleicht Sinn, erstmal sich den Bausektor anzugucken, ob wir nicht schon Eisen in Auftrag gegeben haben. Ne, eine Eisenbahn haben wir in Auftrag gegeben. Okay, dann machen wir das mit dem Eisen noch. Eisen wieder erweitern. Wir haben ja noch positives Outcome, von daher. In Westfalen haben wir keine Infrastruktur mehr. Das ist also bedauerlich. Da müssen wir jetzt mal hier in Posen ein bisschen Eisen ranschaffen. Das machen wir mal. So, Lebensmittel. Da wird ja einiges gebaut. Da warten wir jetzt mal halt ab, eine Zeit lang, ja. Ach, das ist natürlich jetzt hier bitter mit dem Österreich. Ich hoffe nicht, dass uns das hier noch auf die Füße fällt. Das wäre etwas ungünstig. So, bam, bam, bam. Mangelnde Besteuerungskapazität. Immer noch in Schlesien. Da wird aber immer noch eine Regierungsverwaltung gebaut. Plus 15. Dann sind wir hier bei 40. Na, komm schon. Ah, das läuft dann. Okay, gucken wir mal, dass wir mit der Regierungsverwaltung das hinkriegen. So. 14 Wochen. Wisst ihr was, wir können noch mal einen Bausektor erweitern. Das ist irgendwie, ja, ich verstehe es schon, aber das, ihr seht ja, das macht ja auch Sinn hier irgendwie. Ne? Wir sind hier immer noch im Plus. Bausektor ist ja jetzt, ja. Okay, der ist jetzt ganz oben. Damit können wir nochmal das Ganze machen. So, was haben wir denn hier? Nassau unterstützt Preußen. Was? Preußen wird zu einem Vereinigungskandidaten. Preußen ist jetzt ein Vereinigungskandidat für das Land Deutschland. Deutschlanden Ländern erhalten. Und Österreich auch. Eieieiei, was heißt denn das? Warte mal. Ist das jetzt schon was wir machen müssten, könnten? Nicht, dass ich hier irgendwas verpasse. Vor lauter Hektik. Ach, nicht Bevölkerung, Kultur. Nationale Überlegenheit, Nationen gründen, Vereinigungskandidaten. Wir haben auf jeden Fall 4 Unterstützer und die haben keine Unterstützung. Das ist doch schön. Okay. Das ist gut zu wissen.
Machen wir auch ein bisschen nervös vielleicht. Ja, 6 Unterstützung, sehr gut. 7 Unterstützung, finde ich gut. Österreich kriegt keine Unterstützung. Wenn wir jetzt gleich Nationalismus erforscht haben, dann gucken wir mal, ob wir tatsächlich dann diesen Norddeutschen Bund gründen können. Damit sollten wir so ein bisschen stärker sein. Nicht, dass wir hier echt gegen, ja, ihr wisst schon, angehen müssen. Elbe. Elbe, Preußen übernimmt die Kontrolle über Hannover. Hallo. Wieso kann ich nicht hier in diese... Jetzt komme ich da rein. Hannover, zu den Details. Einvernehmlich, aber sie sind noch vorsichtig. Warum denn? Als einen militärisch bedrohlichen Nachbarn. Das stimmt, mein Schätzchen, das stimmt. Also ist immer nichts hier. Wow, Nationalismus freigeschaltet. Wir bekommen erstmal 10% Autorität, was uns sehr gut tut. Schaltet Ethnostaat, organisierter Sport, Zivilisation, Pan-Nationalismus frei. Hervorragend. So, das macht jetzt einmal... Oh, guck mal, Anführerspiel beginnen? Nee, warte mal. Das ist gar nicht, was wir wollten. Wir wollten einfach nur den Norddeutschen Bund gründen. Kleinere norddeutsche Länder in unserer Zollunion mit hohen gegenseitigen Beziehungen werden sich mit uns vereinen. Das können die doch jetzt mal machen, oder? Vielleicht warten wir da mal ein Momentchen ab. Wobei, ansonsten habt ihr ja gesehen hier... Diplomatie spielt mit dem Kriegsziel deutsche Führung beginnen. Anfängliche Kriegsziele Österreich zwingen seine Ambitionen aufzugeben, das Land Deutschland zu vereinen. Zu Beginn des Diplomatiespiels stehen wir diesen Feinden gegenüber Krakau. Zu Beginn des Diplomatiespiels sind wir folgende Verbündete. Wir haben auf jeden Fall 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Verbündete. Mit nicht so viel Kraft hier. Wir glauben, dass sich diese Länder einer der beiden Seiten anschließen oder neutral bleiben. Ja, die haben 208 und 31 und ich habe nichts. Also sagen wir es mal so, solange ich das jetzt nicht mache, machen die das vielleicht auch nicht, oder? Gustav Stahlschmidt, das Oberhaupt der Interessensgruppe der Landbauern, ist im politischen Leben zurückgezogen. Heißt, er ist gestorben. Ich finde, an dem Bild hier können wir nochmal gucken, wer ist noch dabei, der sich noch nicht... finanzieren beginnen. 1,55 zum Protektorat machen. Das ist alles noch herzlich. Wir müssen auch eine neue Forschung gründen, ne? Dingsen hier, ihr wisst schon. So, da wäre ja klar, dass wir Pan-Nationalismus als nächstes erforschen. 13 Jahre brauchen wir dafür. Ich hatte aber überlegt, ob wir nicht in der Zwischenzeit nochmal was anderes machen. Und zwar, dass wir irgendwie... Hier 10% mehr Einfluss kriegen, 3 Jahre. Die Psychiatrie. Mehr Prestige. Oder wir machen was für die Produktion und gucken, dass wir hier ein bisschen besser vorankommen. Kristallglas, chemisches Bleichen, Drehbank, mechanisierte Werkstätten, Konservenfabriken. Dampfhilfaggregate. Ist auch 13 Jahre, ne? 35 Monate sind knappe 2 Jahre. Was haben wir denn hier? 35 Monate ist das gleiche. Stahlbetontechnik. Können wir hier noch irgendwas erforschen, was hilfreich ist? Ist halt die Frage, ob wir wirklich direkt den Pan-Nationalismus danach gründen.
machen wir das mal, wir können mal durchlesen, den Grundgedanken des Nationalismus macht vor allem die Vorstellung aus, dass alle, die dieselbe Sprache sprechen, auch zum selben Volk gehören. Doch was ist mit denen, die fast dieselbe Sprache sprechen wie wir? Die Leute sehen sie als unseren Vettern, als unsere Vettern. Doch laut dieser neuen Denkschule sind sie in Wahrheit unsere lang verlorenen Brüder und wir sollten zu einem großen Ganzen vereint werden. Gemeinsam werden wir stärker sein und können unser Volk besser beschützen. Konföderation mit Nassau. Als Teil unserer Bemühungen, das Volk Deutschlands zu einen, hat Nassau eingewilligt, sich unserer wachsenden Konföderation anzuschließen. Ja, hervorragend. Preußen wird Nassau annektieren. Verbessern sich. Ja, wir annektieren die. Warte mal, lass mal gucken. Wo ist denn Nassau? Was ist denn das für eine Lache? Hier, da ist Nassau. Guck mal, ein ganz kleiner Staat. Aber egal, wir nehmen die Konföderation entgegen. Würde ich mal sagen, ja? Sehr gut. Der eiserne Kanzler. Ein Adliger namens Otto von Bismarck, ist das denn, ist in eine prominente Stellung innerhalb einer preußischen Interessensgruppe, die Junker, aufgestiegen. Er setzt sich für nationale Einigkeit und politischen Pragmatismus ein und bietet dem Staat seine Dienste an. Ja, den nehmen wir doch. Otto von Bismarck erscheint in Preußen. Preußen erhält Triumph der Realpolitik für 5 Jahre, was plus 20% Verrufen als Verfall bringt. Und Bismarck bekommt dauerhaft 75 Beliebtheit. Das ist natürlich richtig krass. Oder wir erhalten plus 50% Beziehungsbeschädigungstempo. Ne, wir nehmen den Bismarck. Wir nehmen Bismarck, definitiv. Ja, Junker-Familienbande aktiviert. Sehr gut, wir kriegen nochmal Einfluss. Und jetzt haben wir hier auch nochmal die Geheimpolizei. Das ist natürlich super nice. Was wollten wir denn nochmal? Achso, genau, wir wollten eigentlich nur, dass die dann nicht demonstrieren können. Gesetzeshüter, Amt für Inneres, ja, Amt für Inneres. Der Spaß kostet mal eben 140, ne? Das ist schon eine krasse Nummer. So, genau, machen wir mal weiter. Jetzt hat sich schon mal einer von uns, also bei uns angeschlossen. Muss irgendwo hier Hessisch-Preußen sein. War es das hier? Ich weiß es nicht mehr genau. Es ist jetzt auch von der Landkarte quasi verschwunden. Nordrhein, Westfalen, Rheinland. Bayerisch Rheinland, hier ist übrigens ganz witzig. Das müssen wir mal ganz kurz festhalten. Ihr seht hier Köln und ihr seht hier einen Fluss. Das ist eine nette Idee. Aber Köln muss auf diese Seite, Freunde der Nacht. Oder der Fluss muss auf die Seite. Das ist mir wurscht. Jedenfalls hier muss irgendwas passieren. Das kann so nicht bleiben. Das ist ja grob fahrlässig hier. Wirklich krass fahrlässig. So, wir suchen mal noch weitere, die wir verbessern könnten. 43, da geht auch noch was. Bündnis bilden. So. Na, wir wollen ja alle irgendwie einheimsen hier. Einvernehmlich. Na, die haben jetzt noch nicht so richtig Bock, tatsächlich, interessanterweise. Also einer hat auf jeden Fall schon mal zugestimmt. Da könnte doch ruhig noch ein zweiter dazukommen, oder? Was haltet ihr davon? So. Geheimpolizei. Regierungsumbildung. Ich glaube, da brauchen wir gerade keinen, oder? Na, die Intellektuellen haben jetzt hier mit den Streitkräften, sind die nahe dran. Ich denke mal, dass der Herr
Bismarck hier mit den Junkern sicherlich dabei bleiben wird. Das heißt, wir werden den sicherlich uns eine lange Zeit angucken hier. Vormundschaft. Bei den Frauenrechten könnten wir Vormundschaft machen. Ich glaube, das ist aber nicht so gut, ne? Vormundschaft. Frauen unterliegen der gesetzlichen Vormundschaft von Männern und haben sehr wenige Rechte. Und Eigentumsrecht, das ist das Aktive. Ob sie es ererbt oder sich anderweitig verdient haben, Frauen besitzen die gleichen Rechte und Pflichten wie Männer, was Eigentum und Besitz angeht. Jetzt mal ehrlich, wäre das ja nicht ein Fortsch? Nee, die dürfen da nicht mehr arbeiten, oder? Also, mich gerade nicht sehe, das sind ja unterschiedliche Bereiche, oder? Hier haben wir eine Geburtenrate plus 5%, hier haben wir eine Beschäftigungsrate, also da dürfen die ein bisschen arbeiten. Und hier würde man sagen, dürfen die nicht arbeiten. Okay. Beziehung verbessern, gebrochen. Bayern unterstützt Preußen als Vereinigungskandidat, das ist ja hervorragend. Aber jetzt mal ehrlich, muss ich das jetzt hier andingsen? Muss ich das jetzt hier machen? Was ist denn das Kriegsziel den Feinden gegenüber? Wir kontrollieren 10 von 30. Das ist doch schön, aber wie viel schließen sich uns an? 7. Naja, gut, 8 wahrscheinlich, weil jetzt haben wir ja gerade hier nochmal welche dazu bekommen. Ja, ich weiß nicht genau. Wir warten vielleicht mal ab. Vielleicht kommen die einfach auch so auch rein. Umkämpfte Regierung. Achso, okay. Nee. Niedriger Marktzugriff. Da arbeiten wir ja dran. Die mangelnde Besteuerungskapazität, da arbeiten wir doch auch dran, oder nicht? Warte mal eben. Sind wir hier nicht mehr? Ja, genau. Regierungsverwaltung hier. Damit zumindest die beiden Marktzugriffe wieder auf 100%. Das ist schon mal schön. Konföderation mit Anhalt. Ja, immer her damit. Annektieren. Und ich glaube, das passiert jetzt, dass wir immer größer werden. Und dass wir am Ende einfach diesen Norddeutschen Bund hier gründen können, ohne dass hier irgendjemand Deutschland gründen wird, nicht passieren. Warte mal, wie geht denn das? Ah, hier. Guck mal hier, das ist freigeschaltet. Norddeutscher Bund. Kleinere norddeutsche Länder sind uns voll mit uns und umgegangen sind Beziehungen, werden sich mit uns vereinen. So, das Zeitalter des Nationalismus ist angebrochen und das deutsche Volk sehnt sich nach Einheit. Wir müssen danach streben, die vorherrschende Macht in Deutschland zu werden, damit das Volk uns als Vorstreiter seiner Sache sieht. Sehr gut, mindestens 10 der folgenden Punkte müssen wahr sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Haben wir schon. Ah, 7 haben wir schon. Nicey dicey. Norddeutscher Bund. Wir haben das jetzt mal angepinnt. Nice. Das heißt, wir sitzen jetzt eigentlich hier nur rum und warten. Das ist cool. vielleicht. Was haben wir denn hier oben? Die Regierungsverwaltungen. Die Viehhöfe in Schlesien warten wir auch noch mal ab, aber dann werden wir mal die Schiffswerften hier bauen. Ich glaube, die sind gar nicht so unspektakulär unwichtig. So, schauen wir mal. Warenzufuhr, Seide. Ja, ist immer noch das gleiche Problem. Aber, warte mal, hier war das Button. Wir können es das gerade nicht leisten. Kein Mensch will mehr Seide exportieren. Der Preis ist zu hoch, glaube ich. Ungünstig. Können insgesamt noch mal reingucken. Gemälde, Schiffe, da arbeiten wir ja dran. Clipper weiß ich jetzt auch nicht. Da haben wir auch schon was für getan. Im Grunde genommen arbeiten wir halt schon überall dran. Ja, macht einfach auch keinen Sinn, ne? Ja, da arbeiten wir dran, da arbeiten wir dran. Naja, gut, was sollen wir machen, ne? Bedeutende Importroute für Holz. Die Ostindien-Kompanie hat eine Route für Holz aus Preußisch. Beziehung verbessern, gebrochen mit Schaumburg-Lippe. Wir hätten das mit Schaumburg-Lippe nicht machen sollen. Ich glaube, das war ein Fehler. Bündnis vorschlagen. Schaumburg-Lippe möchte ein Bündnis mit uns eingehen. Was haltet ihr denn davon, Schaumburg-Lippe, wenn wir jetzt einfach sagen, ihr tretet uns einfach bei, hä?
Wo ist denn hier der Verteidigungspakt? Den kann ich wann nochmal beenden? 39. Ah, oh, das ist ja gleich. Oh, das ist morgen. Okay, nee, dann machen wir mal kein Bündnis. Verteidigungspakt beenden. Verschlechtern sich um 30. Nee, ich will die annektieren. Das hätten wir einfach nicht machen sollen. Naja, gut, pass auf, dann bestätigen wir das mal. Fangen an, Beziehungen zu verbessern. Ach, dumme Sache. Lass mal nochmal gucken, vielleicht habe ich das trotzdem... Naja, herzlich halt. Naja, gut, haben wir vielleicht ein bisschen verkackt. Gut, meine Damen und Herren, wir machen an der Stelle Folgendes. Wir beenden erstmal die Folge für heute und wir sehen uns in 2 Tagen schon wieder mit der nächsten Folge von Preußen. Und wir bilden den norddeutschen Grund bestimmt in der nächsten Folge. Bis dahin, euch eine gute Zeit. Tschüss.